Moin, moin, meine aktiven Meerwasserfreunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Sonntagsvlog hier auf meinem Kanal. Ja, meine Lieben, heute mal ganz untypisch, aber ihr dürft nicht vergessen, das hier ist eine Aufzeichnung vom Samstag. Das heißt, für mich ist jetzt nicht mehr morgens früh und naja, bei euch wird es wahrscheinlich nicht anders gewesen sein. Bei uns sind es draußen 36 Grad. Hier drin laufen schön die Klimas, damit man es überhaupt hier aushalten kann. Und deswegen haben wir heute mal einen schönen eiskalten 43er mit Milch. Schön mit dicke Eiswürfel drinnen, wie sich das gehört. Und den lasse ich mir über die Sendung jetzt mal schmecken, meine Lieben. Ja, Freunde, Thema Temperatur. Kommen wir auch direkt mal zu. Da könnt ihr mir auch mal gerne in die Kommentare hauen, wie ihr das so gelöst habt. Ja, ich meine, hier ist jetzt halt eben, wie gesagt, der Raum ist klimatisiert. Da ist das nicht so das Mega-Problem, dass die Becken so warm werden. Aber drüben halt eben im anderen Zimmer, da sind die Controller schon alle am Piepsen seit heute Morgen und haben die 27 Grad erreicht. Und da wird es natürlich definitiv kritisch. Und ja, ich setze da eben auf Lüfterbatterien. Und da würde mich eigentlich echt mal interessieren, was ihr da so benutzt und was für welche. Haut mir das unten mal rein. Ich habe die vom Coral Master. Finde ich eigentlich ganz gut, die Dinger, weil wer jetzt keine Temperatursteuerung dabei hat, da habt ihr nämlich direkt auch einen Thermostaten mit dabei, einen Regler mit dabei. Das ist alles direkt verbaut und finde ich eigentlich eine super Sache. Vor allen Dingen riesengroße Lüfter hat er da verbaut, die auch dementsprechend dann auch leise sind. Ja, sie sind auf jeden Fall leiserer als der Ausströmer vom Klimagerät. Der ist auf jeden Fall schon definitiv lauter. Ich hoffe, das passt auch heute mit dem Ton. Aber ich denke mal schon. Also das haut mir mal gerne unten in die Kommentare, was ihr da so benutzt. Und da natürlich auch, wie gesagt, einen Daumen rauf. Letztes Mal habt ihr euch ja auch wieder gut in die Tasten gehauen, sage ich einfach mal, und schön Kommentare drunter und Däumchen rauf, ne? Wisst ihr ja, Däumchen ist ein Bräumchen. Von daher, super geile Sache. So, und ich habe gesagt, letzte Woche, heute machen wir mal wieder einen schönen Vlog, einen langen Vlog extra für euch. Und Punkt ist halt eben der, nächste Woche erwarte ich halt einige, ja, ich wollte jetzt sagen Importe, es sind natürlich keine Importe, die ich kriege. Ich bekomme einige Korallen zugesandt für verschiedenste Projekte schon mal und daher musste ich jetzt hinten ein wenig aufräumen. Und ihr wisst ja, dass ich auch hinten im Prinzip auf dem einen Kallax das Problem mit dieser komischen, merkwürdigen Alge habe. Und da will ich jetzt auch die Tiere heute mal raussortieren. Ich starte ein weiteres Kallaxbecken und da würde ich sagen, nehme ich euch einfach mit. So, Freunde, ja, für die Geschichte, für die Auslagerung mit den ganzen Korallen und, habe ich mir jetzt hier nochmal ein Setup aufgebaut. Auch wieder ein Kallax Reef. Hier habe ich dann drinnen Tunzeabschäumer 9004 DC. Dann einmal die Overflow-Box von Tunze, wo auch oben direkt schön der Dings reinpasst, der Heizstab. Ja, drüber gepackt habe ich hier die Reflare Pro in der Blue-Version. Strömungspumpe hatte ich noch übrig. Die Panterei, die habe ich jetzt mal hier reingemacht. Muss ich jetzt mal gucken, weil die hat natürlich extrem viel Dampf. Man kann die runtersetzen. Ich muss das einfach mal ausprobieren, weil ich auch hier definitiv auch Sand reinmachen wollte. So, Becken ist jetzt erstmal gefüllt mit reinem Osmosewasser. Erstmal allem zur Elektrik alles angeschlossen. Wie gesagt, Osmosewasser ist drin und jetzt kommt erstmal das Salz. So, wie gesagt, zum Einsatz kommt hier Aquarium Systems, Reef Crystal und dann halt in den kleinen schönen 2 Kilo Paketen. Gute Sache. Ja, wahrscheinlich hört auch im Hintergrund schon den von dem anderen Kallax. Hier piepst schon wieder alles, Temperatur ist am Maximum. So, Salz, wie gesagt, ihr wisst ja, ich bin umgestiegen auf die 10x2 Kilo Pakete Reef Crystals. Hat für mich den großen Vorteil, meiner Meinung nach, ist das Gute daran, dass ihr, wie gesagt, 2 Kilo Pakete habt, die definitiv hundertprozentig durchgemischt sind, ja, und ihr da keine Entmischung erleben müsst. Und vor allen Dingen, hier ist jetzt halt eben auch das Ding, da geht jetzt schon mal ein Beutel komplett rein. Wir brauchen insgesamt
2,45 Kilo. Das heißt, einen kompletten 2 Kilo kann ich hier schon mal reingeben. Dann passt das schon mal. Und jetzt wollen wir mal gucken, ich sag mal, wie gut die Panterei das jetzt hier durchmischen wird. Ja, wie gesagt, hier die Overflow-Box von Tunze kommt hier zum Einsatz. Da ist ja direkt hier halt eben auch der Heizer mit drin. Ja, ist natürlich ein Vorteil, hat man das wieder versteckt. Klar, ich habe jetzt Sachen im Becken. Zu der Reflare muss ich sagen, finde ich ganz gut, die Halter hier. Weil das hier ist Metall. Und ich finde es eigentlich eine ganz geile Sache. Das Metall, das bleibt komplett außen. Und ihr habt hier drinnen wirklich nur Kunststoff. Schraubenkunststoff, Halterung Kunststoff. Finde ich persönlich eine echt gute Sache. Mal gut gelöst, weil viele Halter, ihr wisst das, da geht dann natürlich auch meistens halt das eloxierte Aluminium ins Becken rein. Finde ich jetzt natürlich nicht so prickelnd. Ja, ansonsten hier wie gesagt der 9004 DC Version Abschäumer. Auch eine klasse Nummer. So, die Panterei schiebt hier ohne Ende. Die macht jetzt hier ihren Job. Wir gucken mal, wie schnell sich das auflösen wird, das Salz. Ja, so, schaut mal, meine Lieben. Das sieht schon ganz gut aus. 34,8. Ja, wir haben noch ein klein wenig, haben wir da noch ein bisschen auf dem Boden rumliegen. Wenn sich das jetzt noch alles löst, dann wird das schon hinhauen. Dann sollte das eigentlich passen um die 35 ppt. So muss das sein. So, jetzt geht's an den Sand. So, der Sand wird hier ein Grotex-Sand, 1 bis 2 mm. Ist ein ziemlich gutes Zeug, habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Sehr weiß, sehr hell, sehr fein, eigentlich echt gutes Zeug. So, schaut mal da rein, so sieht das aus. Echt gutes Zeug und den werden wir jetzt mal auswaschen. Der muss natürlich gut ausgewaschen werden, weil es halt eben so ein kleiner, feiner Sand ist. Ne? Dürft ihr halt nicht vergessen, den echt gut auszuwaschen. So, und hier dann wie gesagt, ne, Osmosewasser nehmen. Immer wichtig, damit ihr da euch schon mal nichts in den Sand reinholt. Weil viele sagen halt immer, oh, das braucht man nicht, da kann man auch einfach mit Leitungswasser. Würde ich nicht machen. Ich mache es immer mit Osmosewasser. So, ihr seht auch mal, was das für eine Plörre ist. Ne? Also, das könnt ihr locker 10-mal machen. Das Prozedere, so oft mache ich das auf jeden Fall. Bis er halt eben richtig schön ordentlich durchgespült ist und dann nur noch hier klares Wasser im Prinzip ist. Ne? Zeige ich euch aber auch gleich. Ja, und vor allen Dingen auch nicht zu vergessen, so Aktionen sind auch nur hier mit so einer AK erst möglich, live so viel und so schnell Wasser zu machen. Geilste Anlage einfach, Leute. Ich liebe diese Anlage. So, jetzt seht ihr mal, das ist jetzt der 6. Spülvorgang. Ja. Da ist jetzt im Prinzip, seht ihr den Sand schon wieder, aber trotz alledem, ja, wenn man hier durchgeht, da tut immer noch mal ein bisschen was. Also ich mache jetzt noch 4-mal, wie gesagt, so 10-mal mache ich immer, dann ist okay. Ganz werdet ihr es nie, ihr werdet es immer wieder durch den Abrieb auch, ne? Wenn ihr es halt hier durchrührt. Durch den Abrieb wird dann auch ohnehin wieder mehr kommen. Aber wie gesagt, 10-mal mache ich immer, dann ist okay. Ich meine, wir werden es heute eh nicht besetzen können, das werdet ihr erst nächste Woche sehen. So, meine Lieben, und dann kommt der ausgewaschene Sand natürlich hier rein. So mache ich das immer. So habt ihr den wenigsten oder die wenigste Sauerei damit. Und so kann man ihn dann gut verteilen.
So, dann machen wir dann den ganzen Eimer leer, packen da alles rein. Ja, und dann gucken wir mal, ob das ausreicht und ob die Pumpe da richtig steht. Und ob der Sand liegen bleibt oder ob die Pumpe den wegschiebt. Da müssen wir uns dann mal gleich nochmal genauer angucken. Ich wollte auch im Grunde, wie gesagt, nur so eine ganz, ganz kleine Schicht haben. Letztendlich. So, im Grunde nur eine ganz dünne Schicht. Geht es nur darum, dass man dann auch von unten ein bisschen die Reflexion des Sandes mitnimmt. No, ich meine, ihr müsst auch immer bedenken, das hier ist jetzt ein reines, ja, ich nenne es mal Lagerbecken, ja. Das wird jetzt hier extra dafür aufgestellt, damit ich hier ein paar Korallen zwischenparken kann. Ja. Dafür wird das jetzt hier hingestellt. Und das ist jetzt kein neues Projektbecken. Die Projektbecken an sich, die kommen noch. Da werdet ihr noch mal ein gesondertes Video drüber bekommen. Projektbecken, nächstes geht schon in 2 Wochen los. Dann kommt nämlich der gute Ronny Bremig zu mir von Zoalove. Und da macht man ein richtig geiles Projekt mit dem. Mit dem kleinen Frag Tank, mit dem Nano Shallow Reef von der Sandra Preis. Und danach kommt noch ein geiles Projekt. Und dafür kommen aber die ganzen Korallen alle schon. Und die müssen halt hier in die Kiste rein. So, und deswegen werde ich das jetzt hier beenden. Da habe ich jetzt heute zu meinen sonstigen ganzen Sachen messen, Dosierung anpassen, etc. zu den ganzen Klamotten nochmals hinzu. Kam die Nummer jetzt auch nochmal, die jetzt ja auch nochmal Zeit gekostet hat. Ja, und jetzt kommt hier noch Watte rein. Das ist das Schöne hier an dem Tunze. Ja, da könnt ihr jetzt einfach hier oben schön Watte rein. Die packe ich jetzt bis morgen da schon mal noch mal rein. Und ich hoffe, dass die das alles wieder klar bekommt. Ja, und dann kann es im Grunde genommen weitergehen. Und das seht ihr selbstverständlich nächste Woche im nächsten Sonntagsvlog. Ja, eins hätte ich fast noch vergessen, und da wir so interaktiv sind, machen wir natürlich auch fast alles für unsere Zuschauer. Und der Yasin hatte sich extra gewünscht, da hat er immer die Lichtserie verfolgt und ist total überlegen, was für eine Lampe hole ich mir. Er will sich eine Refactory Reflare Pro holen. Für ihn ist jetzt nur die Frage, die Pro oder die Blue Version. So, und sein Kriterium ist einfach, er würde ganz gerne mal sehen, wie sieht das aus, Marc? Hat er mich so gefragt, Marc, kannst du nicht mal die Pro und die Blue mal aufs SPS Reef drauflegen und einfach von Weitem mal eine Aufnahme machen und mal zeigen, wie der Farbunterschied ist. So, da gehe ich auch direkt mal drauf ein, mein lieber Yasin, und sage dir eins. In der Standardkonfiguration sind die beiden Lampen nahezu identisch. Ja? Du wirst letztendlich keinen Unterschied sehen, sag ich jetzt einfach mal. Ich lege es dir mal drüber. Du weißt, du hast die Lichtserie ja auch verfolgt, und das Ding ist ja halt eben das. Der Unterschied bei der Blue-Version ist einfach nur der, dass die Blue-Version letztendlich mehr blauere, also energiereichere LEDs verbaut hat als die Pro-Version.
So, und das hat im Prinzip nur damit zu tun, dass du bei der Blue-Version viel, viel leichter auf eine 100% pur kommst. Das hast du aber auch, haben wir ja auch in den Videos, hast du ja wahrscheinlich gesehen, zur Pro und zur Blue mit den Settings. Da hatte ich das ja auch schon erklärt gehabt, wir können auch die Pro auf eine 100% pur. Der einzige Unterschied an der Sache ist halt eben die Ausleuchtung. Ja, also je nachdem, wie groß dein Becken ist, ist jetzt halt eben fraglich. Tja, wie soll ich es dir erklären? Wir sagen jetzt mal, du hast ein 1,20 Meter Becken. So. Da könntest du jetzt rein theoretisch eine L-Variante nehmen, in der Blue-Version. Da bekommst du die gleiche Leistung letztendlich drüber, als wenn du 2M nehmen würdest. Ja, so musst du dir das vorstellen in der Pro-Version. Weil wenn du die Pro-Version 2x M jetzt nehmen würdest über einem 1,20 Meter und würdest hingehen und die auf eine 100% pur einstellen, sofern du das möchtest, ne? Wie gesagt, dann ist im Prinzip das Ding das, dass du da zwei Lampen kaufen müsstest und insofern gesehen teurer bist, als wenn du dir eine L nimmst. Ja? Das ist halt der Unterschied, weil da kommt halt eben wesentlich mehr Dampf raus bei einer gewissen Einstellung. Ne? Das ist das Ding. Das wollte ich nur noch mal ganz kurz anmerken. Und jetzt gucken wir uns das mal eben an. Wir fangen dann an mit der Pro-Variante. So, das ist jetzt, wie gesagt, die Pro-Version. Und ja, diese ist jetzt halt in der Standard-Config. Wie gesagt, so wie die Standard-Konfiguration ist. Einfach nur, um das mal zu zeigen. No. Da habe ich jetzt nichts umgestellt. So, sie liegt natürlich auch nur oben so auf dem Becken drauf. Ja, also wie gesagt, ich habe es jetzt nicht aufgehangen, weil sonst muss ich Halter und alles wegbauen. Ich habe es einfach nur mal so drüber gelegt. So, das ist jetzt hier, wie gesagt, alles ohne Filter und. So sieht es aus. Natürlich farblich jetzt nicht so dolle. Aber das Spiel kennt ihr ja, mit dem Filter drauf sieht das Spiel dann auch schon wieder anders aus. So, ich habe jetzt nochmal zu der Pro jetzt mal hier einen Filter mal drauf gemacht. Ne? Da habe ich jetzt mal einen Filter drauf gepackt. So sieht das ganze Spiel im Grunde aus. Pro-Version. Und hier haben wir jetzt die Blue-Variante. So, hier hast du dann die Blue-Version drauf liegen. Wie gesagt, Ausleuchtung und alles dürft ihr jetzt natürlich nicht beachten, weil sie liegt nur oben drauf. So, das ist jetzt im Prinzip die Blue-Version, auch in der Standard-Config. Das sagte ich ja bereits. Die Standard-Config ist natürlich identisch. Ja, also das ist bei beiden Pro oder Blue dasselbe. Hier ist halt nur der Vorteil, dass er bei der Blue halt eben mehr Leistung rausholt. No? Die schiebt halt ein bisschen mehr. So, jetzt mache ich auch nochmal einen Filter drauf. So, dann hier nochmal mit Filter. No? Nur Gelbfilter ist das. So, da siehst du eigentlich, ja, wie gesagt, da sieht man jetzt keinen wirklichen großen Unterschied. Ja, das bleibt in etwa gleich. No? Nur so, wie ich es erklärt habe, hast du halt bei der Blau, wenn du da jetzt halt das nicht so hell beleuchtet haben willst, das ist jetzt im Prinzip Tageslichtbeleuchtung, also Standardprogramm, Tageslicht für SPS, für alles geeignet. Ja, da sieht es natürlich dann halt eben, wie gesagt, hell aus. Und wenn du jetzt ins Blaue gehen wollen würdest, würdest du halt eben bei der Pro viel, viel mehr an Leistung rausnehmen, an LEDs, um halt das Blau zu erreichen, was die Blue letzten Endes erreichen würde, ohne Probleme. Ja, und ich denke mal, wie du sehen konntest, ist da kein großartiger Unterschied zu sehen, weil du, wie gesagt, beide Lampen identisch einstellen kannst. Das Einzige, und das kommt natürlich jetzt hier so in diesem Beispiel quasi nicht drüber, ist, dass letztendlich die Blue mehr Leistung ins Becken reindrückt als die Pro. Ja, weil ich bei der Pro halt eben diverse Sachen rausnehme, damit sie mir nicht zu hell ist. Wie gesagt, so sieht das ganze Spiel halt eben aus. Und da sind natürlich keine großartigen Unterschiede zu sehen. Ja, Freunde, da seht ihr mal, was das alles für ein Stress ist. Und ich sag mal, die ganze Geschichte bei draußen 36 Grad, ne? Da ist man natürlich schon auch schwer am Ölen. Weil es ist schon ordentlich warm. Und naja, Heizstab hätte ich eigentlich wahrscheinlich gar nicht gebraucht, aber gut, ich habe das Wasser aufgefüllt und ihr habt ja gesehen, es war eigentlich relativ schnell warm gewesen.
Ja, wie immer mal kurz mal mitgenommen und kurz gezeigt, so ein paar Dinge halt eben. Wie gesagt, ich mache es halt immer so, dass ich die Becken halt auffülle, dann das Salz erst reinmache, danach im Prinzip den ausgewaschenen Sand rein. Ist für mich eigentlich immer so die beste Lösung. Und immer dran denken, Sand auswaschen immer schön mit Osmosewasser, nicht mit Leitungswasser. Weil da habt ihr nämlich ganz schnell dann das Problem, je nachdem in welcher Region ihr euch befindet, ist das Wasser gegebenenfalls etwas schon vorbelastet, was BO4 NO3 betrifft, weil für den Menschen nicht schädlich, aber halt für unsere Aquarien. No. Ja, Freunde, ansonsten wollte ich mit euch zusammen noch mal kurz reingucken, den Reef Spy. Da hat sich eine Menge getan, bin ich schon sehr begeistert. Die Jungs kommen eigentlich fast täglich mit Updates raus, finde ich eine super Nummer. Und da gucken wir jetzt mal rein, da sind jetzt auch einige Bugs behoben worden etc. alles. Also da könnt auch ihr mitmachen, da seid auch ihr zu aufgerufen, da mitzumachen. Checkt die Seite, testet mal alles durch und sobald Fehler sind, bitte alles melden, damit die Leute da dementsprechend weitermachen können und verbessern können und. So, wir gucken mal eben kurz rein, was sich bis jetzt geändert hat. So, hier dann das Update zum Respy. Ist hier ein klein bisschen Erklärung noch dazu gekommen. Hier oben die Leiste ist neu gekommen. Wir sehen hier unten die Alpha-Version ist halt schon etwas weiter gegangen. So, und dann sind noch ein paar nette Features dazu gekommen. So, wenn wir jetzt mal suchen, dann könnt ihr jetzt hier in der Umkreissuche habt ihr jetzt hier noch. Wir haben hier noch eine Preisspanne eingegeben, wo ihr das noch mal ein bisschen weiter verfeinern könnt. Ja, Umkreissuche nach eurer Postleitzahl, damit ihr auch einen Laden in eurer Nähe findet. Ansonsten listet der im Grunde genommen alles auf, was er jetzt hier irgendwo findet. Ja, da wird ja dann immer alles angezeigt. Ja, sind auf jeden Fall noch ein paar Features dazugekommen. Dann auch halt eine Bildersuche. Da könnt ihr dann auch halt direkt durchscrollen in Sachen Bilder. So, und zuletzt gab es einen kleinen Bug hier unten. Da ging er dann nämlich nicht weiter. Ne, ihr seht ja hier 2100 Ergebnisse und das letzte Mal lief das dann hier nicht weiter. Das blieb dann immer auf der ersten Seite stehen. Ja, und ich sag mal, das war dann 1, 2, 3 erledigt. So, und so könnt ihr euch dann hier zum Beispiel die Zoas raussuchen. Ach, guck mal, was ich hier gerade sehe. Die schönen Isaurus tubercularis. Und wem sind die denn? Akzeno hat die. Okay. Ja, auch nicht schlecht. Ja, und so können wir das hier ganz nett einfach unter Zoa als Beispiel alles mal durchsuchen und könnt in jedem Shop gucken. Und das ist halt immer der Vorteil an dieser ist hier. Ihr seht hier oben den Filter, sofort verfügbar reinmachen. Und das ist jetzt, wenn der so leuchtet, ist das der, wo die Sachen, ihr seht auch jetzt in den Ergebnissen, ne, ist direkt weniger geworden. Die Sachen sind also auch sofort verfügbar. Die kriegt ihr direkt. Ne? Also da haben die Jungs dann auch nochmal richtig, richtig Gas gegeben hier. Ja, tut sich auf jeden Fall was. Und wie gesagt, wie letzte Woche schon, ne? Also gerne mal hier Vollgas geben und Instagram abonniert die Jungs mal. Lasst denen mal ein bisschen Liebe da und ne? Ihr wisst schon. Ja, also wie gesagt, die Jungs sind da immer ziemlich gut und schnell am Start und sobald man irgendwas findet, ich hatte auch so zwei, drei Sachen gefunden, ich habe es direkt im Prinzip weitergemeldet und zack, wurde direkt dran gearbeitet und bereits abends kam schon wenige Stunden später, war der Fehler schon behoben und wieder eine neue Beta-Version draufgespielt, wieder etwas höher in der Zahl gesehen und sehr flott die Jungs, geile Nummer. Wir werden auf jeden Fall weiterhin beobachten, das Projekt. Ja, ansonsten wisst ihr ja letztendlich Bescheid. Ihr habt gesehen, wir haben nächste Woche, Samstag, haben wir wieder einen Livestream. Beim Coral Master in Wiesbaden haben wir einen Live-Sale am Start. Daniela hatte auch heute die Korallen bekommen, die mich auf Insta verfolgen. Haben das wahrscheinlich schon mitbekommen, da hatte ich schon reingepostet. Wir können aber auch hier gerne auch nochmal auf das Video schauen. Ich weiß noch nicht, wie die Auflösung ist. Es war auf jeden Fall kein 4K gewesen. Aber ich sag mal, wir schauen mal kurz drüber.
Ja, das erwartet euch an Korallen für den Live-Sale. Wie gehabt, die immer mitmachen, wissen ja eigentlich schon, wo ihr das finden könnt. Ihr könnt es halt eben beim Korallmaster im Shop schon finden. Einfach auf den Reiter im Shop Korallen gehen. Dort ist ein extra Reiter für den Live-Sale. Dort wird Daniele jetzt im Laufe der kommenden Woche alles eintragen, die ganzen Klamotten, wird halt die ganzen Korallen einstellen. Dann könnt ihr euch die da auch nochmal separat auf dem Foto anschauen, was das alles im Einzelnen ist. Und ich habe euch jetzt ja gerade nur eben kurz mal so den Überflug. Da kommt natürlich noch was dazu. Es werden mit Sicherheit auch wieder mehr Korallen sein. Ihr wisst ja, wir bauen die jetzt neuerdings immer in diesem neuen großen Hufeisenbecken dort auf. Von daher, ich denke mal, es werden wieder um die 100 Stück werden. Ja, und dann ist ja auch schon 2 Wochen später, am 9.7., haben wir den nächsten Live-Sale wieder für unsere Schweizer Zuschauer. Da sind wir wieder in der Schweiz bei Atlantis Aquaristik und halten dafür unsere Schweizer Zuschauer einen weiteren Live-Sale ab. Die warten schon ganz sehnsüchtig, haben schon gesagt, wann kommt der nächste, und haben auch schon ganz, ganz viele geschrieben und. Und da ist im Prinzip das gleiche Prozedere. Da könnt ihr euch das auch im Vorfeld dann schon mal angucken. Ich weiß jetzt nicht, wann Michelle und Dave halt eben die Sachen einstellen werden, damit ihr euch die anschauen könnt. Das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber werdet das schon sehen. Und ich denke mal, die Schweizer sind da sowieso schon ganz gespannt drauf. Ja, und werden auch dementsprechend immer da mal ein Auge drauf haben und halt eben schauen, was da jetzt Thema ist und wann es losgeht und wann dort die ersten Korallen eingestellt werden, meine Lieben. Ja, Freunde, ich würde sagen, ich habe für heute alles gesagt. Der 43er mit Milch ist fast leer, der Eiswürfel ist aber noch da. Ich wünsche euch einen schönen, sonnenreichen Restsonntag, meine Lieben. Ja, kommt gut über das heiße Wochenende, oder es ist ja letztendlich schon vorbei. Ich glaube, heute, also wie gesagt, Aufnahme ist von Samstag, ist ja heute der wärmste Tag. Morgen geht es, glaube ich, wieder bergab. Und naja, nächste Woche müssen wir alle wieder arbeiten ab Montag. Dann geht wieder die normale Woche los. Und da wünsche ich euch natürlich auch einen guten Start, meine Lieben. Ja, Freunde, wie gesagt, haut mal unten in die Kommentare. Würde mich einfach mal interessieren, was ihr so an Lüftern nutzt oder wie ihr eure Becken überhaupt kühlt. Haut mir das mal unten in die Kommentare rein. Würde mich sehr interessieren. Und ja, wer da Bock drauf hat auf den Kühler vom Korallmaster, ich habe das unten drin verlinkt. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Wer da Bock drauf hat, ich finde die Dinger total klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, wie gesagt, meine Lieben, wir sehen uns im nächsten Video. Alles, was noch ohne Abo unterwegs ist, Abo da lassen. Däumchen ist ein Träumchen. Ich bin raus, meine Lieben. Bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.